Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP2. Bei uns ist gleich die neue Präsidentin der Europäischen Investitionsbank zu Gast und das sind unsere weiteren Themen. Kontrastprogramm. Bei ihrem Fernsehduell trafen Donald Trump und Kamala Harris erstmals aufeinander. Die Live-Analyse mit dem USA-Experten Rainer Theinisch im Studio. Der große Regen. In den nächsten Tagen wird es in weiten Teilen Österreichs so viele Niederschläge geben wie sonst in mehreren Monaten. Katharina die Große, Katharina Valente, jahrzehntelang einer der populärsten und begabtesten Bühnen- und Fernsehstars Europas, ist mit 93 Jahren verstorben. Interessanterweise war es das erste Mal, dass sich Donald Trump und Kamala Harris persönlich begegnet sind, letzte Nacht auf dieser Bühne für ihre erste und vermutlich einzige Fernsehdebatte. Die einzige wohl auch deshalb, weil sie für den langjährigen Fernsehstar Trump deutlich schlechter verlief als von ihm erwartet. Jedenfalls sehen selbst konservative Kommentatoren Harris als die Gewinnerin des Duells, das rund 60 Millionen Menschen im Fernsehen verfolgt haben und eine noch unbekannte Anzahl online. Eine halbe Stunde später dann noch eine Frohbotschaft für die Demokraten. Megastar Taylor Swift verkündet vor ihren knapp 300 Millionen Fans auf Instagram ihre Unterstützung für Kamala Harris. Aus den USA, Thomas Langpaul. Beim Gedanken an den Terroranschlag auf das World Trade Center in New York heute vor 23 Jahren können sich Kamala Harris und Donald Trump wieder die Hand geben. Unmittelbar nach der Fernsehdebatte war keine Zeit mehr für Höflichkeiten. Harris habe Trump aufs Glatteis geführt, so die Einschätzung vieler Kommentatoren in den USA, etwa bei der Frage nach der Einwanderung, ein Thema, bei dem die Republikaner punkten könnten, gelingt es Harris, Trump in eine Debatte über die Zuschauermengen bei seinen Veranstaltungen zu verwickeln. Ich lade Sie ein, eine seiner Veranstaltungen zu besuchen. Es ist interessant. Er redet über Filmfiguren wie Hannibal Lecter, dass Windräder Krebs erzeugen. Sie werden bemerken, dass Leute früher gehen, weil ihnen langweilig wird. Leute verlassen meine Veranstaltung nicht. Wir haben die größten, tollsten Veranstaltungen der Geschichte, weil die Leute ihr Land zurück wollen. Wir sind ein scheiterndes Land. Viele ehemalige Weggefährten hätten sich mittlerweile von Trump abgewendet, sagt Harris. Ausländische Staatschefs würden über Trump lachen. Ich habe die Welt als Vizepräsidentin bereist. Staatschefs lachen über ihn. Führende Militärs bezeichnen ihn als Schande. Er sei international gefürchtet und respektiert, kontert Donald Trump und führt als Zeugen den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán an. Viktor Orbán, einer der meist respektierten Männer. Man nennt ihn einen starken Mann, weil er stark ist, klug. Er sagt, der am meisten gefürchtete und respektierte Mann ist Donald Trump. Demokraten geben sich nach der Debatte erleichtert, sehen ihre Kandidatin klar im Vorteil. Es zeigt, wie er ist. Das war gut, dass die Öffentlichkeit sieht, wie chaotisch, seltsam und entgrenzt er ist. Er kann sich auf nichts konzentrieren, außer auf sich selbst. Auch so mancher Republikaner sieht Harris als Siegerin, nicht nur Trump-Gegner wie Mitt Romney. Die Menschen haben gesehen, sie ist intelligent und fähig und sie hat Lösungen für Probleme. Jetzt steht noch eine weitere TV-Konfrontation zwischen den beiden Kandidaten im Raum. Konkreten Termin gibt es noch keinen. Und wir gehen jetzt live nach Salzburg zum Politologen und USA-Experten Rainer Theinisch. Guten Abend. Guten Abend. Herr Professor Theinisch, die meisten Kommentatoren sehen Harris als Siegerin, kein K.O., aber nach Punkten selbst bei Trumps Fansender Fox News, auch wenn man dort den Moderatoren Mitschuld gibt, sehen Sie auch Harris als Siegerin? Ich sehe, dass die Demokraten heute einen guten Tag hatten. Und für Harris hätte sehr viel schief gehen können. Die Debatte war für Harris ungleich wichtiger als für Donald Trump. Ich würde es aber dennoch differenzierter sehen, was jetzt die weitere Entwicklung betrifft. Denn beide hatten unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Strategien. Kamala Harris muss die Mitte erreichen, muss Menschen überzeugen, dass sie kein Wendehals ist, dass sie eine eigene Person ist, dass sie das Zeug hat, dass sie nicht nur weiche Interviews mit freundlichen Medien duldet, sondern auch kämpfen kann.
Donald Trump musste das nicht machen. Donald Trump ist jemand, der so polarisiert, dass alle ihn entweder mögen oder hassen. Also das ist relativ klar, wie die Leute positioniert sind. Und daher war die Aufgabe von Donald Trump, einfach seine Basis zu mobilisieren, um zu zeigen, er ist noch der Alte, mit deftigen Aussagen. Sie wiederum musste zeigen, dass sie kämpfen kann und dass sie überzeugen kann. Donald Trump musste auch niemand mehr überzeugen. Gut, aber jetzt rein seine Basis hat vor 4 Jahren ja nicht gereicht für einen Wahlsieg. Und was mich überrascht hat, Sie haben im Mittagsjournal gesagt, Trump wäre fast schaumgebremst gewesen. Die meisten Beobachter haben ihn ja durchaus anders wahrgenommen, vor allem im Vergleich zu seiner Debatte mit Joe Biden im Juni. Mein Eindruck war, dass er schaumgebremst war. Ich kann mich an die Debatte mit Hillary Clinton erinnern. Ich kann mich an andere Debatten erinnern. Und er hat versucht, zumindest am Beginn, sie nicht direkt anzugreifen. Die Rasse war nicht das Thema. Ihre Rasse, also es hätte Untergriffe geben können. Wir dürfen nicht vergessen, er hat ja auch Spitznamen erfunden für seine Debattengegner. Und da dürfte schon ausschlaggebend gewesen sein, dass viele Republikaner ihm geraten haben, doch sich ein bisschen zurückzuhalten. Erst als er dann immer wieder ihr quasi auf den Leim ging und dann merkte, dass sie eigentlich das Ruder in die Hand nimmt, hat er versucht, zurückzuschlagen. Aber so richtig gelang es ihm nicht. Er hat so richtig nie eine Strategie gefunden, mit ihr umzugehen. Dennoch meine ich, dass er zumindest die Minimalaufgabe gelöst hat und dass wir eigentlich erst sehen werden, ob die Debatte Harris geholfen hat in 1 bis 2 Wochen. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Umfrage nach der Debatte nicht wirklich eine repräsentative Umfrage ist. Und dass die Umfragen gerade in den Swing States, in diesen wirklich in diesen neuralgischen Bundesstaaten, in den letzten Wochen eigentlich zu Harris' Ungunsten sich verschlechterten für Harris. Und wenn sie jetzt das geschafft hat, diese Umfragen jetzt, dass die nicht mehr schlechter werden, dann hat sie ihre Aufgabe erfüllt. Aber das müssen wir erst abwarten. Und dann können wir erst sagen, dass diese Debatte für sie wirklich erfolgreich war. Sie sagen es schon, die Umfragen sind extrem knapp. Das Land ist extrem polarisiert. Was kann da so eine Fernsehdebatte vor 60 Millionen Zusehern und vielen Millionen mehr, die zumindest Teile davon online gesehen haben, überhaupt bewegen? Also eine Wahldebatte ist keine Informationsveranstaltung. Also es ging einfach darum, dass sie beweisen musste, dass sie ihre Themen hat, dass sie in wichtigen Bereichen wie der Einwanderung, der Wirtschaft, der Energieversorgung, das sind ja alles Themen, wo Trump sehr stark punktet, dass sie hier Antworten hat, dass sie auch ein Programm hat und dass sie dieses Programm zumindest ansatzweise vermitteln konnte. Gleichzeitig musste sie auch zeigen, dass sie kämpfen kann. Wir dürfen nicht vergessen, 42% der Wählerinnen, der amerikanischen Frauen, zweifeln daran, ob eine Frau in der Lage ist, überhaupt Oberkommandierende zu sein, also das Präsidentenamt inne zu haben. Und da schwimmt natürlich Harris gegen den Strom. Und das sind also, sie musste sich hier einfach bestätigen. Und das, glaube ich, ist ja ganz gut gelungen. Aber wenn das schiefgegangen wäre heute, dann wäre für sie der Wahlkampf wahrscheinlich zu Ende gewesen. Da das gut ging, hat sie gute Chancen weiterhin. Aber das ist immer noch eine sehr, sehr große Aufgabe für sie. Kurze Frage noch. Man kann sie jetzt für völlig irrelevant erhalten, wen eine Popsängerin wählt. Trotzdem haben sich die Demokraten unglaublich darüber gefreut, dass Taylor Swift eine quasi Wahlempfehlung für Hillary Clinton, für Kamala Harris ausgegeben hat auf Instagram. Hat sowas irgendeine Relevanz? Ja, schon. Und zwar negativ. Das ist natürlich eingepreist. Und diese Empfehlungen sind immer dann schädlich, wenn die nicht erfolgen. Man hat von ihr erwartet, dass sie das machen würde. Hätte sie es nicht getan, hätten die Demokraten eine Diskussion gehabt, warum das nicht erfolgt ist. Da es erfolgt ist, ist die Diskussion vom Tisch. Es hilft ihr aber nicht unbedingt. Es sei denn, es könnte junge Leute mobilisieren, natürlich. Professor Hennisch, vielen Dank für diese Analyse und einen schönen Abend nach Salzburg. Dankeschön. Und damit wechseln wir das Thema. Die neue Chefin der Europäischen Investitionsbank war heute in Wien. Nadia Calviño war bis Ende letzten Jahres Wirtschaftsministerin in Spanien. Seither leitet sie die EIB, die sowas ist wie die Hausbank der Europäischen Union, die den 27 Mitgliedstaaten gehört und die mit über 80 Milliarden Euro im Jahr Investitionen fördert. Vor allem in Infrastruktur wie den Ausbau erneuerbarer Energie.
Kritiker fürchten aber, dass die EIB unter ihrer neuen Präsidentin auch verstärkt in Atomkraft investieren will und in die Rüstungsindustrie, wie Johannes Rupprecht berichtet. Sie hat ihren Sitz in Luxemburg, ist kaum jemandem bekannt und hat doch so viel Macht und Geld wie nur wenige andere EU-Institutionen. Die Europäische Investitionsbank, abgekürzt EIB. Gegründet wurde sie 1958. Seit damals hat sie 1,5 Billionen Euro an Förderungen gewährt. Nicht nur innerhalb der EU, sondern in 160 Ländern der Welt. Sie selbst sieht sich unter anderem als Klimabank, die nicht nur, aber zu einem großen Teil Projekte und Unternehmen im Bereich Klimaschutz fördert. Doch Umweltschutzorganisationen befürchten einen Kurswechsel. Bislang war Atomkraft ein heißes Eisen, das die EIB nicht angreifen wollte. Investitionen in diesen Bereich gab es kaum. Das könnte sich nun ändern, so die Sorge der Kritiker. Jetzt ist eben der politische Druck sehr stark, auch von einer Atomallianz angeführt von Frankreich, hier die Schleusen zu öffnen und viel mehr Atomenergie zu fördern als bisher. Das halten wir für einen Fehler. Atomenergie ist eine riskante Technologie, die Atommüll produziert für Jahrtausende und das wollen wir einfach nicht gefördert haben. Nadia Calvino, seit Jahresbeginn im Amt als EIB-Präsidentin, steht Atomkraftförderungen in ersten Interviews offen gegenüber. Gerade bei kleinen Atomkraftwerkprojekten dürfe Europa nicht hinterherhinken. Wilhelm Molterer war von 2011 bis 2015 Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank. Dass sich die Atomstrategie der Bank ändert, lasse sich nicht vermeiden. Europa muss sich dieser Frage zweifelsfrei stellen, aber die Priorität, die liegt meiner Meinung nach eindeutig und glasklar im Bereich erneuerbare Energien. Und aus Ihrer Sicht mehr Investitionen in Atomenergie, ja oder nein? Wenn es die Sicherheit verlangt, das denke ich ja, aber die Zielsetzung muss generell sein, Ausbau der erneuerbaren Energien. Auch Verletzungen von Umweltschutz und Menschenrechten bei Projekten, die die Bank fördert, rufen Kritiker auf den Plan. Hier gebe die EIB zu leichtfertig Geld her, ohne vor Ort die Einhaltung von Vorschriften im Auge zu behalten. Die Bank hat zwar formal den Auftrag, Menschenrechtsprüfungen durchzuführen, man macht auch Risikoanalysen, aber es gibt einfach dann zu wenig Personal und Ressourcen, um das auch wirklich zu überprüfen. Man verlässt sich da zu viel auf die Projektwerber, die dann angeben, dass sie darauf achten werden und prüft zu wenig eigenständig, ob das dann auch wirklich eingehalten wird. Schon bald könnte sich ändern, wofür die Investitionsbank Geld ausgeben darf. Vor allem im Bereich Rüstung und Verteidigung. Bisher dürfte die EIB nur in solche Güter investieren, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden, etwa Hubschrauber. Künftig könnten auch reine Rüstungsprojekte finanziert werden. Darauf müssten sich die 27 EU-Mitgliedsländer aber erst einigen. Und ich begrüße die Präsidentin der Europäischen Investitionsbank, Nadia Calvino, hier bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Guten Abend. Präsident Calvino. Frau Präsidentin, diesen Montag hat Mario Draghi in seinem lang erwarteten Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit der EU gefordert, Europa müsse jährlich 750 bis 800 Milliarden Euro zusätzlich investieren. Eine gewaltige Summe, etwa 10-mal so viel, wie Ihre Bank jedes Jahr an Krediten vergibt. Waren Sie überrascht von diesem enormen Bedarf? Ich habe so viele Zahlen über die Investitionslücke gehört, dass ich denke, anstatt über die Zahlen zu diskutieren, müssen wir weitermachen. Und das ist, was wir als Europäische Investmentbank tun. Wir setzen riesige Investmentsummen pro Jahr in Bewegung und liefern meiner Meinung nach Ergebnisse in Bezug auf Innovation, Nachhaltigkeit, die Digitalisierung und unsere gemeinsamen Interessen. Und wir sollten diesen Weg fortsetzen. Die EIB versteht sich selbst als die Klimabank und investiert mehr als 50% ihrer Kredite in grüne Projekte, aber auch zunehmend in Atomkraft, was Umweltschützer extrem kritisch sehen, nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern weil neue Atomkraftwerke auch ökonomisch praktisch nie rentabel sind. Die Positionen in dieser Sache sind sehr unterschiedlich. Die Situation in Österreich sowie in anderen Mitgliedstaaten mag anders sein, aber als Investmentbank ist es wichtig, dass wir nur in gute Projekte investieren, die finanziell aus technologischer und ökologischer Sicht rentabel sind. Und das ist meiner Meinung nach der richtige Weg nach vorn. Es gibt ein neues Atomkraftwerk in Frankreich, das etwa 13 Milliarden Euro kostet. Das ist 4-mal so viel wie ursprünglich geplant. Ist das wirklich eine gute Investition? Wir sehen, dass technologische Entwicklungen in den Bereichen Solar- und Windkraft diese Energiequellen nicht nur sauberer, sondern auch billiger machen. Deshalb hatten wir in den letzten Jahren auch nicht so viele Projekte für große Kernkraftwerke. Tatsächlich hat die Europäische Investitionsbank hauptsächlich in Forschung, Sicherheit
Sicherheit und Recycling der Brennstoffe dieser Anlagen investiert. Und ich gehe davon aus, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird. Wie viel wird die Bank heuer in Atomenergie investieren? Tatsächlich haben wir im vergangenen Jahr 200 Millionen in eine Anlage in Rumänien investiert, die sich mit dem Recycling von Brennstäben beschäftigt. Und wir prüfen weitere Projekte. Aber wir haben weder ein Ziel noch eine Zielvorgabe dafür, ob wir in die eine oder andere Technologie investieren. Wir sind projektorientiert und jedes Einzelne wird nach den eigenen Vorteilen bewertet. In den letzten Jahren haben wir nur Projekte finanziert, die mit Sicherheit, dem Brennstoff, Kreislauf und Forschung zu tun haben. Es gibt auch politischen Druck auf die Bank, mehr Geld in Rüstung zu investieren. Bisher dürfen sie das ja nur für sogenannte Dual-Use-Güter, die zivilen und militärischen Nutzen haben, wie Satelliten, Drohnen oder Radaranlagen. Aber sie haben die Kriterien dafür bereits gelockert. Wollen sie künftig auch in reine Rüstungsproduktion wie Munition oder Panzer investieren? Hier gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Der österreichische Ansatz ist anders als der anderer Länder. Aber ich denke, wir haben in den letzten 70 Jahren von der Dividende des Friedens profitiert. Aber der Krieg in der Ukraine zeigt, dass wir für unseren eigenen Frieden nicht von anderen Weltmächten abhängig sein dürfen. Wir müssen Europas Kapazitäten im Bereich Sicherheit, Schutz und Verteidigung stärken. Allerdings liegt unser Fokus auf sowohl militärischen als auch zivilen Aktivitäten. In diesem Bereich gibt es eine große Bandbreite an Investitionen, die in Europa wirklich notwendig sind, angefangen zum Beispiel beim Grenzschutz. Kann sich das ändern, sollte Donald Trump als US-Präsident wiedergewählt werden und möglicherweise Milliarden an Militärausgaben für Europa kürzen? Viele Mitgliedstaaten ändern ihre Position und werden sich zunehmend bewusst, dass wir nicht auf andere Weltmächte angewiesen sein dürfen, um Frieden, Sicherheit und Stabilität in Europa zu wahren. Natürlich hat alles, was in einem großen Partnerland wie den USA passiert, Einfluss auf uns. Die Bank finanziert auch den Wiederaufbau in der Ukraine. Was könnte sich denn dabei ändern, sollte Donald Trump ein Comeback im Weißen Haus feiern? Ich möchte nicht spekulieren, denn letztendlich müssen wir mit der Regierung auf der anderen Seite des Atlantiks zusammenarbeiten. Im Moment unterstützen wir die Ukraine sehr stark und bereiten gerade das Paket vor, um sie den ganzen Winter über zu unterstützen. Wir stärken ihre Energiekapazität, die schwer beschädigt wurde, und wir sind als EU und Europäische Investitionsbank fest entschlossen, die Ukraine weiterhin mit wichtiger Infrastruktur, Transport und Energieversorgung zu unterstützen, aber auch soziale Infrastruktur. Infrastruktur, Schulen, Universitäten und Wohnhäuser. Die Bank investiert dieses Jahr etwa 500 Millionen Euro in der Ukraine. Das Land wird aber unendlich viel mehr Geld für den Wiederaufbau brauchen. Es gibt Schätzungen von hunderten Milliarden bis zu 1000 Milliarden Euro. Ist das realistisch? Diese Zahlen sind wirklich überwältigend. Daher denke ich, dass wir uns jetzt lieber auf andere Bedürfnisse konzentrieren und mit den Vorbereitungen beginnen und unsere Kräfte bündeln sollten für die Wiederaufbauphase. Und ich bin sicher, dass die internationale Koalition, die Ukraine unterstützt, dies auch weiter tun wird. Sagt Nadia Calvino, die Präsidentin der Europäischen Investitionsbank. Aus Termingründen haben wir das Gespräch am Abend aufgezeichnet. Mitte August hat es in Wien an einem Samstag so viel geschüttet wie seit 150 Jahren nicht mehr. Mehr als 100 Liter waren es pro Quadratmeter und in den nächsten Tagen könnte es in weiten Teilen Österreichs sogar noch mehr regnen. Die Meteorologen rechnen von morgen bis Montag vor allem von Kärnten bis Ostösterreich mit enormen Niederschlagsmengen und mit Schneefall bis unter 1000 Meter. Überschwemmungen, Murenabgänge und Verkehrsbehinderungen sind wahrscheinlich. Roseldorf im Weinviertel. Weinbauer Reinhard Zöchmann hat in den letzten Tagen mit der Traubenlese begonnen, um seine Ernte im wahrsten Sinne des Wortes ins Trockene zu bringen. Niederösterreich soll besonders vom Starkregen betroffen sein. Wir haben sehr fleißig gearbeitet. Wir waren jetzt jeden Tag eigentlich so rund um Mitternacht bis 5 Uhr in der Früh einmal ordentlich mit der Maschine gelesen und ab 6 Uhr dann, wo es hell wird, mit der Handlese. In den nächsten Tagen durchzieht eine Kaltfront das ganze Land. Laut Prognosen sinkt die Schneefallgrenze auf unter 1000 Meter. Sturmböen sind möglich. Für Salzburg, Nieder- und Oberösterreich, Wien, die Obersteiermark und das Nordburgenland gilt eine Starkregenwarnung. Mehr als 200 Liter pro Quadratmeter seien möglich. Mancherorts sogar noch mehr, warnt Meteorologe Daniel Zeinlinger.
Es gibt auch Modellrechnungen im Moment, die 300, vielleicht 400 Liter Regen pro Quadratmeter an manchen Orten zeigen. Und das sind wirklich enorme Regenmengen. An manchen Orten wird es innerhalb von wenigen Tagen so viel regnen wie im Schnitt in mehreren Monaten. Die großen Regenmengen können lokale Überschwemmungen und Muren verursachen. Die Pegelstände der Stauseen in Feistritz, Roseck und Völkermarkt wurden vorsorglich gesenkt, um mehr Regenwasser aufnehmen zu können. In Villach werden ab morgen die Rad- und Fußgängerwege an der Drau gesperrt. Die Einsatzkräfte appellieren auch an die Bevölkerung. Wesentlich ist, die Gefahren wirklich auch richtig einzuschätzen. Im Fall auch das Haus nicht mehr zu verlassen, wenn es möglich ist, oder nur mehr absolut notwendige Fahrten dann auch durchzuführen, weil es auch auf der Strecke passieren kann. Eine Hangrutschung, eine Überschwemmung oder eben auch eine Vermurung. Zurück im Weinviertel bei Reinhard Zöchmann. Noch ist die Ernte nicht ganz eingeholt. Er hofft auf einen glimpflichen Verlauf der Unwetter. Die Dosis macht das Gift. Es wär super, wenn es so um die 50 Liter regnen würde. Wenn es dann 150 oder noch mehr ist, dann wäre es zu viel. Nach dem Wochenende sei jedenfalls eine Wetterbesserung in Sicht. Ungewöhnlich sei ein solcher Wettersturz im September übrigens nicht, sagen Meteorologen. Und wir bringen in dieser Sendung noch einen Nachruf auf die große Sängerin und Entertainerin Katharina Valente, die mit 93 Jahren in der Schweiz gestorben ist, nach den Kurzmeldungen. Bei ihrem Besuch in Kiew sagen US-Außenminister Blinken und der britische Außenminister Lammy der Ukraine weitere wirtschaftliche und humanitäre Hilfe in Höhe von umgerechnet 1,3 Milliarden Euro zu. Damit soll unter anderem die Energieinfrastruktur wieder aufgebaut werden. Nach dem teilweisen Einsturz der Carola-Brücke in Dresden laufen die Ermittlungen zur Ursache des Unglücks. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht. Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand. Der eingestürzte Teil hätte im nächsten Jahr saniert werden sollen. In Kalifornien breiten sich die riesigen Waldbrände weiter aus. Die Feuerwehren haben drei Brandherde derzeit kaum unter Kontrolle. 13 Menschen sind bisher verletzt worden. Tausende Einwohner mussten ihre Häuser verlassen. Gestern wurde ein Mann verhaftet, der das Feuer gelegt haben soll. Kein großer Grund zur Sorge bestehe derzeit wegen der Corona-Situation in Österreich. Das Abwassermonitoring zeige eine nur langsame Zunahme der Infektionen, so die Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, Katharina Reich. Gestern hatte die Ärztekammer vor einer katastrophalen Gesundheitslage gewarnt. In Wien gibt es nach dem mutmaßlichen monatelangen Missbrauch einer 12-Jährigen durch eine Jugendbande eine erste Anklage gegen einen 16-Jährigen. Wann der Prozess gegen ihn stattfindet, ist noch unklar. Er gehört nicht zu der Bande, gegen die seit Herbst ermittelt wird. Falls Sie wie ich über 50 sind, sind Sie mit dieser Frau im Fernsehen aufgewachsen. In fast jeder großen Abendshow und nahezu jeden Samstag im Nachmittagsfilm. Mit Anfang 20 wurde die Sängerin, Tänzerin und Entertainerin Katharina Valente zum Superstar. Mit Evergreens wie »Ganz Paris träumt von der Liebe« oder »Ciao, ciao, Bambina«. Neben Schlagern sang sie in verschiedensten Sprachen, aber auch Jazz und Chansons, hatte eine Show in Las Vegas und glänzte im US-Fernsehen neben Dean Martin, Bing Crosby und Sammy Davis Jr. Mit Anfang 70 zog sie sich in die Schweiz zurück. Alter ist nichts für Schwächlinge, hat sie mal auf Facebook geschrieben. Und jetzt ist Katharina Valente mit 93 Jahren gestorben. Ready? You got your note? No, but I'm ready. Von ihr haben sich sogar die ganz Großen des Showbusiness gerne belehren lassen. Das Video mit Dean Martin wurde mehr als 17 Millionen Mal angeklickt. Die Menschen zum Lachen bringen, das ist das Schwerste. Das habe ich 64 Jahre lang gemacht. Ich glaube auch ganz gut. Nobles oder auch kokettes Understatement. Hineingeboren in eine Künstlerfamilie hat Katharina Valente bereits mit 5 Jahren die Bühne betreten, um sie für Jahrzehnte nicht mehr zu verlassen. Istanbul was Konstantinopel, now it's Istanbul, not Konstantinopel, been a long time gone, old Konstantinopel, it is Turkish delight on a moonlit night. Istanbul, ihre erste Platte, war noch ein Flop. Ganz anders, ganz Paris träumt von der Liebe. Der Song wird 1954 im deutschsprachigen Raum zum Riesenhit. Ganz Paris träumt von der Liebe, denn dort ist sie ja zu Haus.
Das sind echte Evergreens, die kann man singen, wenn man 5 Jahre alt ist oder 93. Es gibt andere, die man nicht mit 93 singen kann. Es war ihr Itzi-Titzi-Tini-Wini, Honolulu-Strand-Bikini. Er war schick und er war so modern. Schlager, Jazz, Chanson, Musical. Kein Genre war ihr fremd. Auch im Film machte sie eine gute Figur. An der Seite von Peter Alexander spielte sie ihre erste Hauptrolle. Nahezu alle Größen des Showgeschäfts gaben sich die Ehre. Nicht zuletzt ihr Witz und die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen, haben Katharina Valente ein Millionenpublikum beschert. Man muss sich selbst auf die Schippe nehmen können. Und wenn man es so weit hat, kann man fantastisch leben. Ich danke euch dafür. Und darüber weint jetzt auch der Himmel ein paar Tage lang. Eine Tiefdruckwetterlage mit vielen Extremen stellt sich jetzt ein. Es wird in den nächsten Tagen große Regenmengen geben. Es kühlt mit Nordwind markant ab und im Gebirge gibt es einen ersten Wintereinbruch. Verbreitet regnerisch ist es morgen. Besonders intensiv regnet es im Süden, deutlich weniger in Vorarlberg und Nordtirol. Im Gebirge kann es bis auf 1000 Meter herabschneien. Am Freitag und am Samstag bleibt es windig, nass und kalt, wobei sich der Regenschwerpunkt an der alten Nordseite und in den Osten verschiebt. Hier kann es auch am Sonntag noch stark regnen. Und damit verabschieden wir uns für heute von allen, die via Dreisat dabei waren. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Bei uns in ORF 2 geht es jetzt weiter mit dem Weltjournal und dem Thema Migration, das auch den US-Wahlkampf wesentlich bestimmt. Tausende Migranten aus Mittelamerika überqueren täglich illegal die Grenze zwischen Mexiko und den USA. Sie fliehen vor Gewalt, Armut und Perspektivenlosigkeit. Doch der Weg birgt jede Menge Gefahren und endet meist vor der 9 Meter hohen Stahlkonstruktion, die Mexiko von den USA trennt. Und um 22.55 Uhr erklären in ORF 1 noch Professor Filzmeier und ich, was man über die Nationalratswahl wissen sollte oder könnte. Und das war es für uns inzwischen von uns allen hier im ZIP2-Studio. Noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.